Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zum heutigen Pilates Mobility Workout. Eure Alex ist wieder an Start. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Physiotherapeutin und ich bin Pilates-Trainerin und arbeite auch im Bereich der Faszien-Schmerztherapie. Heute gibt es für euch ein Workout, um die Beweglichkeit, um die Mobilisation eurer Wirbelsäule zu verbessern. Weil was haben wir im Alltag? Immer nach vorne gebeugte Schultern, ein bisschen eingesackt von der Wirbelsäule, Rundrücken, der untere Rücken ist nicht mehr so beweglich, du hast Schmerzen im unteren Rücken. All die Übungen, die wir heute auf der Matte machen, beugen vor, helfen euch, Schmerzen zu reduzieren und mobilisieren euch einmal komplett durch. Wir starten auch direkt auf der Matte. Ihr könnt schon mal runterkommen, euch in die Sitzposition platzieren und abonniert sehr, sehr gerne meinen Kanal, damit ihr kein weiteres Workout von mir verpasst. Und ich freue mich natürlich total über jedes Feedback und Kommentar von euch. Auf meinem Instagram-Account findet ihr auch super viele Infos rund um das Thema Pilates, Gesundsein, Schmerzen und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mit dabei seid. Eure Alex. Wir starten im Sitzen. Du richtest dich erstmal auf in eine aufrechte Haltung. Deine Füße haben auch hier guten Mattenkontakt. Die Hände ganz locker vorne abgelegt und noch einmal bewusst vorbereiten. Die Schultern tief nach hinten unten ziehen. Beginne nun einzuatmen in deine Rippenbögen. Mit der Ausatmung aktiviere deine Körpermitte, den Beckenboden, den tiefen Bauchmuskel, die schrägen Rippen und kippe dein Becken hinter die Sitzbeinknochen. Atme ein, richte dich wieder auf. Wir starten mit dem Curl Down. Ausatmen, das Becken kippt. Verlagere das Gewicht hinter die Sitzbeinknochen. Einatmen, strecke dich wieder lang nach oben. Wir mobilisieren die Lendenwirbelsäule. 5 Stück haben wir davon. Und stelle dir jetzt einmal vor, dass du mit deinem Rücken an einer Wand sitzt und du hast nur einen Ausschnitt an deiner Wand. In diesem Bereich, den ich euch gerade zeige, und circa in diesem Bereich, dass der Hauptbewegungsanteil auch unten stattfindet und du das Ganze nicht über die Brustwirbelsäule machst. Weil das ist das, was wir oft im Alltag nicht mehr haben, eine gute Beweglichkeit im unteren Rücken und dadurch muss die Brustwirbelsäule kompensieren bzw. die Kreuzbeinbeckenregion. Also ausatmen, das Gewicht hinter die Sitzbeinknochen. Du kannst dir auch vorstellen, dass deine Sitzbeinknochen wie Pfeile nach vorne zu deinen Fersen geschoben werden. Ziehe deine Schulter nochmal bewusst tief nach unten. Deine Atmung unterstützt das Ganze auch. Auch deine Bauchdecke, die du dir zur Wirbelsäule ranholst, hilft, dich unten noch besser mobilisieren zu können. Jetzt bleibe mit deiner nächsten Einatmung aufrecht oben in deiner Sitzposition. Langsam strecken jetzt deine Beine nach vorne aus. Du richtest dich auf, als würdest du auch hier wieder an einer ganz geraden Wand sitzen. Wenn das nicht möglich ist, Achtung, ganz wichtig für euch zu Hause, das Gewicht hängt hinter deinem Becken, hinter deinen Sitzbeinknochen. Setze dich auf ein Sofakissen, sodass du höher kommst oder beuge dir ein bisschen die Beine an. Die Aufrichtung ist wichtiger, als dass du die Beine streckst. Die Arme kommen jetzt vorbereitend nach vorne. Eure Füße flexen, das Brustbein hebt zur Decke an. Jetzt atme tief ein, nehme deinen rechten Arm und drehe dich um die eigene Achse. Mit der Ausatmung spanne die Körpermitte an und drehe dich mit aufrechter Wirbelsäule zurück. Wechsle die Seiten, einatmen links. Ausatmen, drehe dich in die Mitte zurück, tief die Schultern ziehen. Schulterblattspitzen wollen immer zum Beckenkamm nach unten. Du mobilisierst deine Wirbelsäule jetzt in die Rotation. Wichtig zu wissen, die Rotation ist mit einer der wichtigsten Bewegungen für unsere Bandscheibengesundheit, weil die Bandscheiben bei dieser Bewegung im Gesamten einmal ausgewrungen werden und somit Ernährung und Stoffwechsel bekommen. Die Bandscheiben besitzen nämlich keine Nerven und Gefäße in diesem Sinne, sondern müssen ernährt werden über Druck und Entlastung, also Be- und Entlastung. Wiederhole noch einmal, Rotation nach rechts, ein, drehen. Und komme ausatmen, in deine Mitte zurück, bleibe jetzt, führe einen großen Armkreis aus, setze deine Hände mit den Fingerspitzen zur Seite auf und setze jetzt beide Füße auf und hole sie dir noch ein bisschen näher. Wir mobilisieren, einatmen, öffne das Brustbein zur Decke jetzt. Ausatmen, lässt du dich einfach so ein bisschen entspannt sinken wieder. Betone mit der Einatmung das Heben deines Brustbeines, das Öffnen der Schultern nach außen. Ausatmen, lass wieder locker. Einatmen, heben, Blick zur Decke ausrichten. Ausatmen, jetzt gar nicht unbedingt zentrieren, das hat jetzt gar nicht so viel Fokus. Sondern du versuchst, deine Brustwirbelsäule zu öffnen, raus aus der typischen Rundrückenposition, unsere nach vorne geneigten Schultern. Ich weiß nicht, ob ihr euch da im Alltag auch das ein oder andere Mal ertappt. Einatmen, heben.
Ausatmen, wieder locker lassen. Noch ein letztes Mal. Und dann lasse ausatmen, alles los. Richte dich bitte wieder auf in deine Sitzposition. Wir starten mit einer zweiten Runde Curl Down, die Beckenkippung. Du atmest aus, das Becken kippt. Richte dich noch einmal auf. Wir unterstützen jetzt die Mobilisation des unteren Rückens mit deiner Atmung. Du bleibst mit der Ausatmung gekippt. Halte jetzt hier. Atme ein durch die Nase. Mit der Ausatmung lenke den Fokus auf deinen unteren Bauch. Die Bauchdecke zieht zur Wirbelsäule. Du möchtest dich hier in diesem Bereich runder machen, nicht im oberen Rücken. Fokus, stell dir wieder die ausgeschnittene Wand vor. Einatmen, Nase. Ausatmen, sich bewusst runter machen. Da passiert nicht viel an Bewegung, aber die Atmung unterstützt die Beweglichkeit eurer Wirbelsäule. Viel Fokus, Konzentration auf deine fünf Lendenwirbel lenken. Mache dich rund, aktiviere ausatmen den Beckenboden. Die Bauchdecke hilft, die unterstützt das Ganze immens. Noch eine letzte fokussierte Ausatmung und dann kommst du mit der Einatmung wieder in die Aufrichtung. Streckst für eine zweite Rotationsbewegung deine Beine erneut aus. Wähle wieder deine richtige Position, dass du aufrecht sitzen kannst. Hebe die Arme nach oben an und öffne sie mir jetzt mal zu den Seiten. Die Handflächen zeigen nach vorne. Nehme jetzt deine nächste Einatmung und rotiere wie so ein Schraubstock um deine eigene Achse. Mit der Ausatmung kommst du in die Mitte. Einatmen, drehe zur anderen Seite. Ausatmen, Körpermitte aktivieren, drehe dich. Das Ganze soll zwar jetzt nicht extrem anstrengend sein, aber spüre ganz genau in deinen Bewegungsradius rein, dass du dein volles Bewegungsausmaß auch nutzt. Meistens neigen wir dazu, zu früh aufzuhören. Raus aus der Komfortzone. Einatmen, rotieren, nochmal sich über die Sitzbeinknochen Richtung Decke verlängern, die Wirbelsäule gefühlt auseinanderziehen. Einatmen, drehen, spanne die Körpermitte an, drehe dich zurück, atme aus. Noch einmal. Wir wiederholen noch einmal rechts und links. Atme ein, drehe dich. Atme aus, komme in deine Mitte zurück. Ein letztes Mal noch und stoppe in deiner Mitte. Einen großen Armkreis, Fingerspitzen setzen, wie eben auch nach hinten auf. Die Beine setzen auf, die Mobilisation in der Brustwirbelsäule in die Öffnung. Atme jetzt ein. Öffne dich und bleibe direkt hier in dieser Position. Jetzt stelle dir so kleine Seile an deinen Schultern vor, die mit der Einatmung deine Schultern noch weiter nach außen öffnen. Einatmen, fokussiere dich, strecke dich noch mehr nach oben zur Decke. Es könnte sein, dass du vielleicht merkst, dass es irgendwann anfangen könnte, muss nicht sein, in den Fingern zu kribbeln. Mach dir da keine Sorgen, wir dehnen natürlich auch die vorderen Faszienarmketten auf. Und da wir im Alltag immer in den Beugepositionen sind, ist das natürlich jetzt die Kontrastbewegung dazu. Dann wird der Nerv so ein bisschen eingeklemmt in dem Moment, aber es ist nichts Schlimmes. Also bleibt gerne drin, wenn ihr es aushalten könnt, wenn ihr sagt, boah, ich muss mal rausgehen, gehe auch gerne kurz raus. Nehme noch eine tiefe Einatmung, um dich aufzurichten und dann löse entspannt und hol die Arme nach vorne. Das kann jetzt ein bisschen unangenehm sein. Locker sie gerne aus und für unsere letzte Runde den Curl Down mache dich in die Sitzposition bereit. Wir arbeiten jetzt über zwei Atemzüge. Ihr atmet aus, das Becken kippt. Bleibt mit der Einatmung in dieser Position. Mit der Ausatmung kippe, mach dich gefühlt noch ein bisschen runder und atme ein, zieh dich Richtung Decke. Nur das. Zwei Atemzüge. Ausatmen, kippen. Einatmen, bleiben. Ausatmen, komm ein bisschen tiefer. Und einatmen, richte dich nach oben auf Länge. Ausatmen, tief eure Schultern ziehen. Stelle dir doch mal deine Wand vor. Gedanklich die Vorstellung im Kopf, das hilft immens. Nicht unterschätzen. Noch einmal, ausatmen, kippen. Ein, Pause. Aus, ein zweites Mal. Und einatmen, ziehe dich nochmal bewusst Richtung Decke nach oben. Ausatmen, kippen. Ein, Pause. Ich hoffe, vielleicht spürst du jetzt auch, dass bei dir ein bisschen mehr Bewegung im unteren Rücken stattfindet. Eine letzte Wiederholung. Aber auch das ist nicht nur eine Mobilisation für euren unteren Rücken, sondern auch noch direkt eine Kräftigung für die Beckenbodenmuskulatur. So, und bleibe jetzt mit deiner nächsten Einatmung oben. Richte dich wieder in den Langsitz aus.
Ziehe deine Füße zu dir heran und achte jetzt mal bei der letzten Runde der Rotation darauf, dass wenn du rotierst, dass deine Füße sich nicht mitbewegen, dass du von den Beinen abwärts stabil bist. Die Arme heben auf Schulterhöhe an, Handflächen zeigen nach vorne, einen Dreier bei uns jetzt in der Rotation. Du federst mir dreimal. Atme dabei ein und atme aus, komme in die Mitte zurück. Dreier bei uns zur linken Seite. Tiefe Schultern, nehme den Blick mit dazu, schaue deinem rechten Arm jetzt hinterher. Ausatmen, kommst du in die Mitte. Du drehst dich mit langer Wirbelsäule immer wieder erneut um die eigene Achse. Du spürst bitte beide Sitzbeinknochen auf deiner Matte. Brustbein Richtung Decke ziehen, Länge aufbauen. Es könnte auch sein, das habe ich in der ersten Runde noch gar nicht erwähnt, jetzt relativ spät am Ende, dass ihr die Hüftbeugemuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur merkt, weil die arbeiten natürlich auch ein bisschen mit. Wenn du eine Pause brauchst, geh natürlich mal raus. Wiederhole noch ein letztes Mal rechts und links. Dreier Bounce. Ausatmen, Mitte. Ein letztes Mal noch. Und dann bleibe in der Mitte am Kreis. Fingerspitzen setzen zu den Seiten erst einmal auf. Dann eure Füße nacheinander. Dann dreht ihr mir, Achtung, Änderung zu den ersten zwei Runden, die Fingerspitzen mal zum Becken. Die Füße nochmal so ein kleines bisschen näher ransetzen, dass ihr einen guten Druck über die Fußsohlen jetzt geben könnt. Ihr bereitet euch jetzt vor. Mit der Einatmung baut ihr die Länge auf, die Haltung auf. Ihr bleibt bitte in dieser Position. Mit der Ausatmung gebt den Impuls über die Fußsohlen und schiebe dich weit nach oben zur Decke, dass dein Becken sich streckt. Atme ein, senke wieder ab. Schaut, auch wenn man es im Spiegel oder im Video nicht ganz so gut sehen kann, ich habe meine Ellenbogengelenke immer so minimal, kaum sichtbar gebeugt. Nicht überstrecken. Ich zeige mal kurz, wie es überstreckt aussehen würde, wäre, wenn ich mich hier reinschieben würde. Ich hoffe, man konnte es sehen im Video. Also minimale Beugung. Ausatmen, schiebt euch hoch. Einatmen, senke ab, verliere nicht die Haltung, die Aufrichtung in den Schultern. Und einatmen, sinken. Die letzten zwei noch. Ausatmen, heben. Wer noch kann, bleibt mit mir in einer kurzen Halteposition oben. Ich hoffe, es geht noch. Bleibt oben, haltet. Beide Hände sind gleichmäßig belastet. Schultern öffnen, Becken hebt vielleicht noch ein bisschen weiter an Richtung Decke. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Auch eine kleine Kraftübung dabei. Ihr setzt euch ab, ihr lockert eure Arme aus. Denkt daran, das ist nicht angenehm. Auch ich empfinde das jetzt nicht, dass ich sage, boah, jetzt geht es den Armen besonders gut, aber das legt sich wieder. Ihr richtet euch auf. Jetzt kippt ihr mir das Becken. Wir kommen in die Rückenlage. Einen Wirbel nach dem anderen mit der Ausatmung. Gerne auch über mehrere Ausatemzüge. Lasse dir Zeit und lege am Ende die Arme ganz leicht zu den Seiten abgespreizt. Die Handflächen zeigen Richtung Decke nach oben. Die Füße werden aufgesetzt. Das Becken so ausrichten, dass unter dir so eine kleine Ameisenstraße Platz hätte. Die Schultern nochmal bewusst schwer und tief Richtung Boden sinken lassen. Jetzt beginne mit dem Bridging. Du startest mit der Beckenkippung. Das Becken kippt, das Schambein zieht zur Nasenspitze und du rollst mir einen Wirbel nach dem anderen mit deiner Ausatmung auf. Mit deiner Einatmung lasse jetzt das Brustbein als erstes sinken und von der Brustwirbelsäule aus abwärts rollst du wieder ab. Einatmen, lege dein Becken wieder in eine kleine Hohlkreuzposition. Ausatmen, rolle Wirbel für Wirbel auf. Schau mal, wo deine Schultern sich befinden. Kannst du sie noch mal tiefer sinken lassen, wenn du mit der Einatmung abrollst? Ausatmen, aufrollen, Wirbel für Wirbel nach oben. Einatmen, ganz langsam die Wirbelsäule abrollen. Stellt euch die Wirbelsäule wie so eine Perlenkette vor. Jede Perle verlässt nacheinander die Matte, wenn du aufrollst und wird wieder auf der Matte abgelegt, wenn du abrollst. Und ein, wieder abrollen. Bleibe mit deiner nächsten Ausatmung einmal oben aufgerollt. Lasse deine Atmung jetzt einfach fließen. Und jetzt kreise mir dein Becken in so einer liegenden Acht. Versuche, die Bewegung fast nur aus deinem Becken heraus entstehen zu lassen. Dein Becken, die Kreuzbeinregion, kann sich nämlich in alle drei Bewegungsrichtungen bewegen.
Vor, zurück, seitlich und auch so kleine Mini-Rotationen. Es sind zwar kleine, feine Bewegungen, aber sie sind sehr wichtig für auch eine gesunde Rücken. Muskulatur, Wirbelsäulenstruktur. So, die letzten zwei noch. Und danach rollt ihr mir einen Wirbel nach dem anderen nach unten ab. Ihr legt euer Becken in eure neutrale Position. Ihr könnt auch zur Unterstützung jetzt für die kommende Übung eine Hand mal in diesem Bereich legen, damit ihr spürt, dass das Becken stabil bleibt, weil das ist jetzt wichtig. Eine Hand kann entweder auf den Bauch kommen oder du legst sie zur Seite ab. Jetzt atme vorbereitend ein in deine Rippenbögen. Mit der Ausatmung strecke mal, soweit es für dich möglich ist, ohne dass dein Becken kippt, dein Bein nach oben. Atme ein, setze es ab. Ich bleibe im Rumpf, in der Körpermitte vollkommen ruhig und stabil. Ausatmen, strecke links nach oben. Einatmet, absetzen. Die Hand, die im unteren Rücken liegt, die sollte nicht mehr Druck bekommen, wenn das Bein streckt und sollte nicht das Gefühl haben, dass der Rücken sich von ihr entfernt, wenn du das Bein wieder absetzt. Dehnung, Streckung, Beinrückseiten. Jetzt flexe mir auch mal den Fuß dabei. Ganz zum Schluss ziehe noch die Zehenspitzen maximal zu dir heran und setze sie ab. Ausatmen, strecken, Fuß flexen, maximal. Denkt daran, immer reinspüren in euren Körper, wo bei euch Ende ist von der Bewegung. Becken stabil. Das Schwierige bei der Übung, es kann sein, dass am Ende vielleicht das Knie nicht ganz gestreckt ist. Sehr gut, noch ein letztes Mal. Ausatmen. Und setze dein Bein ab. Hole die Hand vom Rücken wieder seitlich raus. Öffne die Handflächen. Zweite Runde Bridging. Starte aus der neutralen Beckenposition. Rolle Wirbel für Wirbel auf. Bleibe aber jetzt direkt oben. Beckenbewegung. Du lässt mir mit der Einatmung das rechte Becken so ein bisschen nach unten sinken und hebst es mit der Ausatmung nach oben an. Einatmend sinkt das linke Becken nach unten. Ausatmend hebe es mir Richtung Decke an. Auch das sind wieder kleine, feine Bewegungen. Dein Brustbein ist entspannt gesunken nach unten. Der Kopf hat im Bridging, wichtig für deine Nackenmuskulatur, nicht viel Druck, nicht viel Belastung. Einsinken, ausheben. Sehr gut. Noch zwei Wiederholungen mehr. Und dann nehme deine nächste Ausatmung, rolle mir die Wirbelsäule ab. Lege dein Becken für die zweite Runde Beinrückseiten, Kniestreckung wieder in die neutrale Position. Gerne eine Hand wieder im Bereich des unteren Rückens. Du atmest aus, du streckst mir jetzt vorbereitend, soweit es geht, sobald dein Becken stabil bleibt, das Bein nach oben, du flexst den Fuß. Und lasse jetzt deine Atmung fließen und bewege mal nur den Fuß. Becken ruhig, Fuß flext und point. Auch das ist eine Mobilisation für den Ischiasnerv, der im Bereich der Beinrückseite auch entlangläuft, durch Verklebungen und durch Verkürzungen auch ganz gerne mal gereizt wird. Wir können nicht nur Muskeln und Gelenke mobilisieren, also Muskeln ja eher dehnen als mobilisieren, aber wir können auch noch die Nerven dehnen und mobilisieren. Geht auch. Noch einmal und dann setzt du mir dein Bein ab, du wechselst auf die andere Seite. Ausatmen, strecke dein Bein nach oben, Atmung jetzt fließen lassen, während du die Flexpoint-Bewegung ausführst. Immer nur drauf konzentrieren und das könntest du dann mit der Ausatmung gerne machen, dein Becken immer wieder in die kleine Hohlkreuzposition bringen. Weil sonst ist die Übung gemogelt, weil wenn ihr mal auf mein Becken schaut, ich nehme mal die Hand raus, wenn ich mein Becken kippe, ich weiß nicht, ob das klar zu sehen war, komme ich deutlich weiter mit meinem Bein zu mir. Kleines Hohlkreuz, das ist die Challenge, auch in den Kursen immer. Okay, noch zwei mehr. Und danach setzt du mir das Bein ab. Die letzte Runde Bridging. Dazu nehme mir vorbereitend einmal die Arme in eine V-Position zurück.
deine Schultern tief sinken. Wenn die Arme vielleicht jetzt hier bei euch in der Schwebe sein sollten, dann holt sie ein bisschen mehr zu den Seiten. Ihr startet mit der Ausatmung aufzurollen nach oben. Mit der Einatmung rollst du Wirbel für Wirbel ab und du stellst dir vor, ich ziehe dich an deinen Knien weiter zum unteren Mattenrand, dass eure Wirbelsäule länger abrollt als vorher. Du rollst ganz normal auf, ausatmen und jetzt ziehe ich dich an deinen Knien, sodass deine Wirbelsäule zurückgelegt wird. Und dann lege dein Becken wieder in die kleine Hohlkreuzposition. Ausatmen, aufrollen. Einatmen, Zeit lassen. Genieße das. Ausatmen. Noch zweimal mehr. Ausatmen, aufrollen. Einatmen, aufrollen. Einatmen, abrollen und dann Wirbelsäule und zieh sie ganz nah zu dir heran. Schiebe den Rücken schwer und tief in deine Matte rein und schaukel deine Beine kurz Moment mal nach rechts und links. Du kannst auch gerne liegen, was für dich jetzt angenehmer ist. Dann stoppe jetzt, hole deine Beine in die Tabletop-Position. Umfasse deine beiden Rückseiten, nehme deine nächste Ausatmung, rolle rund nach oben auf. Und komme zu mir nach vorne in die Sitzposition, in die Mermaid Position oder auch den Z-Sitz genannt. Ihr kommt mit den Beinen zur linken Seite als erstes raus. Eure Wirbelsäule verlängern, aufrichten, die Arme heben an und die Schultern ziehen tief nach unten. Jetzt komme mit der Ausatmung zu einer Seitneigung nach rechts. Mit der Einatmung kommst du rüber zur anderen Seite. Ausatmen, ziehe dich rüber. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass euer Becken stabil bleibt. Es geht um den linken Sitzbeinknochen jetzt in diesem Fall, dass ich hier mich von meinem Becken eher noch Richtung Matte schiebe. Einmal schauen, Ausweichbewegung ist ganz häufig. Ich übertreibe auch ein bisschen, dass man hier abhebt. Bleibe mit deiner linken Gesäßhälfte unten auf der Matte. Und zur anderen Seite. Ausatmen, zieh dich weit, genieße die Öffnung. Atme ein, komme zur anderen. Ausatmen, noch zwei mehr. Tief die Schulter des nach oben führenden Armes. Eine letzte Wiederholung noch, ausatmen. Und dann bleibst du einmal jetzt in dieser Seitneigung drin. Zieh deine obere Schulter tief. Und feder dich hier ganz entspannt ein kleines bisschen rein, so dass es angenehm für dich ist. 4, 3, 2, 1 und komme in deine Mitte zurück. Löse deine Arme und setze mir deine rechte Hand mal. Da muss man so ein bisschen schauen, was für dich die angenehmste Position ist. Leicht versetzt nach hinten auf. Die Fingerspitzen zeigen so leicht schräg nach zur Seite, nach hinten. Du nimmst mir den linken Arm und du kommst mit der Einatmung mal nach oben und schiebst das Becken Richtung Decke. Beziehungsweise du schiebst den Arm nach vorne, das Becken auch zwar nach vorne, aber es möchte am liebsten noch nach oben zur Decke. Senke wieder ab, atme tief ein. Armposition des stützenden Armes gerne nochmal variieren, sodass du das Gefühl hast, du hast eine sichere Standposition, du kannst dich gut halten. Und nehme mal mit der nächsten Einatmung bitte auch mal so ein bisschen den Rumpf, deine Wirbelsäule, in eine leichte Überstreckung zurück. Aber auch nur, wie du ein gutes Gefühl hast. Einatmen, schiebe das Becken nach vorne, oben, den Arm ein bisschen zurück, aber es soll angenehm sein. Achtet gut darauf. Noch eine letzte Wiederholung. Tiefes Einatmen, schiebt euch hoch und lösen, locker lassen, Seitenwechsel eurer Beine. Die Beine kommen zur rechten Seite. Jetzt geht es um das rechte Becken, dass dieses unten bleibt, soweit es geht. Nicht irritiert sein, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Sitzbeinknochen so ein bisschen frei schwebt, aber er sollte nicht noch mehr nach oben kommen. Die Arme heben locker an. Ihr kommt mit der Ausatmung zur Seitneigung jetzt rüber.
Mit der Einatmung zieht ihr euch zu den Füßen, zu den Beinen in die andere Seitneigung. Ausatmen, Seitneigung. Einatmen in eure Mitte und rüber. Aus. Rechten Sitzbeinknochen schwer und tief in die Matte reinsinken lassen. Ganz weit euren Arm über den Kopf ziehen. Noch zwei mehr. Und eure letzte Wiederholung. Und ihr bleibt in der Seitneigung jetzt. Hier in der Position drin, zieht die obere Schulter tief. Und auch hier so ein ganz kleines, sanftes Reinbewegen. Achtung, wenn der Schulter-Nackenbereich jetzt hier zu sehr spannen sollte, nochmal runterziehen. 4, 3, 2, 1. Kommt in die Mitte. Einmal lösen. Die linke Hand setzt jetzt nach hinten auf. Den Arm ziehst du dir nach vorne und startest mit der Einatmung mit dem Schub deines Beckens nach oben. Erstmal zieht der Arm senkrecht nach oben. Setze aus, atme ab und atme ein. Öffne die Hüfte, schiebe dich nach oben und senke ab. Noch einmal. Einatmen, Handposition nochmal gern so ein bisschen austesten, wo ist für dich die optimale Position, um dich hochzuschieben. Und jetzt mit der Überstreckung deiner Wirbelsäule und den Arm führst du zurück, dass die Rumpfvorderseite so ein bisschen aufgedehnt wird. Einatmen, komme zurück, genieße die Bewegung, spüre rein, dass du aus der Komfortzone rauskommst. Die letzten zwei Wiederholungen bitte noch. Einatmen, heben, genieße, auseinanderziehen. Ein letztes Mal noch. Und dann löse langsam auf. Dreh dich, wir kommen in die letzten zwei Übungen rein. Einmal auf deine Matte und in die Rautenposition deiner Beine. Die Rautenposition bedeutet, dass du nicht im Schneidersitz bist, sondern dir die Beine weiter nach vorne holst. Die Arme kommen jetzt nach oben und du richtest dich ganz lang auf. Deine Knie fallen locker und schwer nach unten. Du atmest aus, du legst dich jetzt gedacht, gefühlt nach unten, als würdest du dich über einen großen Ball legen wollen. Du atmest ein, du ziehst dich lang nach oben, die Arme Richtung Decke. Ausatmen, lege dich weit nach vorne unten, ziehe dich auseinander. Spüre die Dehnung im unteren Rücken, vielleicht auch in der Brustwirbelsäule, vielleicht auch im Bereich Gesäß, Bein Außenseite, Bein Rückseite. Da arbeiten wir jetzt mehr wieder in den Faszienstrukturen, in euren Bindegewebsstrukturen. Ausatmen, lege dich nach vorne. Atme ein, richte dich auf. Ausatmen, mit jeder Wiederholung vielleicht ein kleines bisschen mehr Tiefe aufbauen. Und jetzt bleibe mit deiner nächsten Ausatmung für einen kurzen Moment in dieser Position. Lege die Hände gerne, wenn du da hinkommst, an deine Füße. Lasse den Schulter-Nackenbereich ganz locker. Und unterstütze mal mit einer tiefen Einatmung in deinen unteren Rücken hinein diese Dehnposition. Atme tief ein. Und atme aus. Lasse dich vielleicht noch ein bisschen tiefer sinken nach vorne unten. Einatmen in deinen unteren Rücken hinein. Ausatmen, sinken lassen. Noch zwei mehr. Eine letzte noch. Und dann rollst du mir einen Wirbel nach dem anderen langsam und kontrolliert nach oben auf. Ziehst deine Schultern tief. Drehst dich für die Schultern-Nacken-Abschlussdehnung zu mir nach vorne. Wenn du nicht im Schneidersitz sitzen kannst, könntest du auch in den Kniestand kommen. Alternative, bleibe jetzt dann auch direkt in der Position drin. Oder du kommst ganz nach oben in den Stand. Lass deine Arme jetzt locker, schwer und rechts sinken und neige mir das rechte Ohr zur rechten Schulter. Wenn du sagst, du findest es angenehmer für dich, kannst du den Arm noch dazu nehmen, den Kopf dadurch doch so ein bisschen weiter vorsichtig und kontrolliert reinziehen. Du könntest auch noch den linken Ellenbogen beugen und den Ellenbogenkopf nach unten ziehen, sodass du merkst, dass hier der Stretch mehr wird. Manchmal empfinde ich es auch als angenehm, wenn ich einfach beide Arme hängen lasse. Da gibt es mehrere Variationen, nimm die, die dir am meisten gut tut. Wenn du jetzt leicht die Dehnung auflöst, kann es manchmal so ein bisschen knirschen, knacksen, nicht irritiert sein, das ist vollkommen normal.
komme in die Mitte und komme zur anderen Seite. Das linke Ohr zur linken Schulter. Arme entweder schwer sinken lassen, kleine Sandsäckchen auf deinen Schultern oder unterstützend mit der Hand am Kopf oder hier noch den Ellenbogen beugen, runterziehen, Schulter öffnen oder die Schulter öffnet hier. Genau. Und dann komme langsam in die Mitte zurück. Lass deine Schultern kreisen. Zieh dich nochmal bewusst mit deiner Wirbelsäule in die Länge nach oben. Eine letzte Kreisbewegung noch, dann bleiben deine Schultern tief unten. Du atmest ein, du hebst mir die Arme der Länge nach oben an. Du atmest aus und ich hoffe, dass ihr euch jetzt wohlfühlt, dass eure Wirbelsäule gut durchbewegt ist. Und ich freue mich sehr, von euch zu hören. Kommentare, Feedbacks zu dem Video, was euch gut gefallen hat. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns zum nächsten Workout wiedersehen. Macht's gut, eure Alex. Thank you.